Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der nordfriesischen Marsch vierfach ohne Gräben. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area. Ja, und wir haben im Livestream angefangen mit dem Kartoffelroden-Projekt und wir haben auch schon ganz schön was geschafft. Das erste Vorgewende war natürlich wie immer Chaos. Aber nun ja, mir passiert das immer. Wir sind jetzt mit den Vorgewenden durch. Die Roder bewegen sich jetzt auf den Hoch-Runter-Bahnen, die Cosplay generiert hat. Und da sie das Überladerohr, also in dem Fall ist es ja ein Förderband, nicht einklappen, wird es wohl leider immer wieder hier zu Kollisionen kommen, wo ich eingreifen muss. Ich hätte wahrscheinlich, wäre es eine bessere Taktik gewesen, statt Hoch-Runter hätte ich vielleicht spiralförmig, da arbeite ich ja dann bei mehreren Fahrzeugen am liebsten mit, oder kreisförmig oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht hoch und runter. Bei spiralförmig habe ich halt die besten Erfahrungen gemacht, weil sie sich da nicht mehr in die Quere kommen, ne? Wie ihr seht, der nächste Ruder ist da vorne schon und die würden wahrscheinlich irgendwie aneinander vorbeipassen, aber die werden sich gleich wieder verknubbeln an dem Förderband. Und dann müssen wir eingreifen. Und wie tun wir das? Natürlich mit dem starken Bauern am besten. Das wird schon. Dann habe ich aus der Community jetzt gerade vor der Aufnahme noch gelesen vom Klaus, wenn man die Einstellung so macht, dass der Abfahrer gerufen wird bei 0%, dass während der Fahrt abgetankt wird. Das ist etwas, was eine Menge Zeit spart und wo da hinten stimmt wieder was nicht. Sag ich, Abfahrer ist im Weg. Was eine Menge Zeit spart, wenn das einfach während der Fahrt geschieht. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass bei 3 Rudern und 4 Abfahrern dann die Unfallquote hier steigt, aber im Endeffekt sollte mir das egal sein. Ich werde es einfach mal ausprobieren. So. 0% oder 1. Dieses Mal wird es wohl noch nicht funktionieren. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Hier ist der nächste Ruder. Da stelle ich auch mal 0% ein. So. Und der letzte ist am Wenden. Hier stelle ich auch mal 0% ein. So, und dann, ja, warten wir ab, ne? Der ist gerade entladen worden. Der zweite. Das war hier Begegnungsverkehr. Die haben sich schon mal verhakt. Das ist ja nicht schlimm. Das sind so Sachen. Oh. Kommt ihr aneinander vorbei da? Ist aber knapp, ne? Ja. Das sind so Sachen, die passieren gut und gerne mal. Was ist jetzt hier los? Ne, in den Anhänger kann ich nicht einsteigen. Hier wieder Abfahrerdebakel. Geh doch einfach aus dem Weg. Das ist doch die beste Methode. Immer aus dem Weg gehen. Also, warum jetzt hier gerade so ein Chaos ist, wer weiß. Das muss ich vielleicht erst einspielen, dadurch, dass ich es umgestellt habe auf 0%. Ne? So, der fährt.
hier. Der Abfahrer scheint hier dem Ruder zu folgen, aber noch wird nicht abgetankt. Es ist halt durch das Abtasten von Autodrive wohl für den Abfahrer auch schwierig, dann ranzukommen an den Ruder. Rucktumfahrung ist deaktiviert. Und bei mehreren Abfahrern stelle ich mir schon vor, kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten. Also, ich werde das jetzt mal hier ein bisschen laufen lassen und beobachten, ob es tatsächlich, wenn sich's denn dann irgendwie eingespielt hat, funktioniert. Durch das Einstellen auf 0%, was dann hier während der Fahrt übergeladen wird. Ne? Das ist hier mein Favorit. Das hat auch noch nicht geklappt. Jetzt steht da hinten wieder der Abfahrer im Feld auf dem Weg. Also, ich hatte ja schon mal die Überlegung angestrebt, den Abfahrern zu sagen, dass die im Feld nicht parken sollen, damit sie nicht im Weg stehen. Wir werden mal sehen. So, ich werde den Hauptruder hier jetzt mal verfolgen, also den ersten. Und gucken, was passiert. Im Moment scheint es nur so zu sein, dass alle irgendwie ziemlich durcheinander auch sind. Der 1050 verlässt das Feld. Der John Deere fährt hinter dem Ruder her, aber er schafft es noch nicht unter das Schließband zu kommen, ne? Über das Überladeband. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Drescher besser funktioniert. Mit dem langen Überladerohr. Hier wird das irgendwie nicht. Aber der Abfahrer ist dran. In der Nähe vom Ruder. Mal sehen. Vielleicht kann ich ja noch von einem Erfolgserlebnis gleich berichten. Ich lass mal laufen. Hier hat es in der Tat jetzt geklappt bei dem letzten Ruder. Ne? Er wird hier während der Fahrt abgetankt. Das ist schon mal eine enorme Zeitersparnis, finde ich. Und ich glaube, der wird nicht mal richtig leer, ne? Tankt der jetzt über, bis der Anhänger voll ist, oder? Kann ich einsteigen? Nein. Ich steige jetzt ein. So. Ja, also das, was er aufnimmt, tankt er jetzt auch über. Wahrscheinlich bis der Anhänger voll ist. Aber dann ist der Ruder noch nicht leer. Oder täuscht das? Ne, der Ruder ist leer. Der Ruder ist leer. Statt den Bunker zu befüllen. So. Genau. Statt den Bunker zu befüllen, wird jetzt hier der Anhänger befüllt. Na, das ist doch schon mal was. Also hier klappt das. Was ist hier? Der hat ganz normal abgetankt. Okay. Ja, also bei einem einzelnen Ruder kann ich mir vorstellen, das ist dann echt eine super Sache. Ne? Oder bei einem einzelnen Drescher. Bei 0%, wenn genug Platz ist,
Man könnte dann erst immer warten, bis das Vorgewende beendet ist, die Abfahrer auch Platz haben. Und dann aktiviert man das mit 0%. Und dann werden die wahrscheinlich super während der Fahrt abgetankt, ne? Ja. Nur bei dem klappt das bisher. Nur bei dem. Und eigentlich spart das ja wirklich Zeit. Der wird jetzt normal übergeladen. Der ist bei 73%, der fährt dann auch gleich los. Da fährt der John Deere hinterher. Er schafft das dann nicht während der Fahrt. Das kann aber nur an den Streifen Kartoffeln liegen, da an der Frucht. Obwohl ich dem John Deere hier ganz klar auch gesagt habe, ne? Fruchtumfahrung deaktivieren. Naja, gut. Wir lassen es mal laufen. Noch ein bisschen. Dann gucken wir gleich mal. Vielleicht klappt es ja nochmal. Bisher hat es ja einmal funktioniert, ne? Während der Fahrt abtanken. Ansonsten, ja, die benehmen sich mehr so die Abfahrer, als würden die einem Häcksler folgen. Man sieht, wie der 1050 da lang manövriert, aber nicht wirklich an das Überladeförderband rankommt. Hier auch. Er wird hinter dem Ruder hergefahren. Ja, schade. Warum das bei mir nicht klappt? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich hier überall auch die Fruchtumfahrung deaktivieren. Auf Feld begrenzen vielleicht. Ich glaube nicht, dass das Einfluss hat auf die Steuerung des Abfahrers, dass sich dadurch was ändert. Im Cosplay selber habe ich die Fruchtumfahrung deaktiviert, damit er mir nicht solche Taschen fährt. Tja. Nee, den will ich nicht. Den, na, gehen wir erstmal hier hin. Und dann schlüpfe ich in den Roader. So. Ah, der wurde gerade komplett entladen. Alles klar. Was ist mit dem vorderen? Macht das ja auch. Fruchtumfahrung deaktivieren. Mal sehen, ob das was bringt. Also beim, wie gesagt, bei Dreschen von großen Feldern zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, also weiß ich aus Erfahrung, aus dem LS17 mit Cosplay, das Abtanken während der Fahrt, ne, das spart schon eine Menge Zeit. Ist nicht auf jedem Feld machbar, wegen Hindernissen und bei Wänden kam es dann auch immer mal zu Störungen. Aber so im Großen und Ganzen war das schon okay. Nur leider will das jetzt hier nicht so richtig. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Wir kommen ja trotzdem voran, ne? Lass mal gucken. 1, 2, 3 Ruder, ein Abfahrer ist hier, ein Abfahrer ist hier, einer hier, einer hier. Ja, sind noch alle da. Jetzt kommt es gleich wieder zu einem Techtelmechtel zwischen den Rudern. Die werden da oben wieder aneinander stoßen mit dem Überladerohr.
Also. Ich stelle es wieder um. Jetzt. Oder lasse ich es so stehen? Ach komm. Ich lasse es erstmal so stehen. Es ist ja auch von Vorteil, wenn die Abfahrer dem Ruder folgen, dann ist der Anfahrweg nicht so weit, ne? So, und dann gibt es jetzt gleich hier die nächste Kollision. Also bei mehreren Rudern hätte ich dann doch einen anderen Modus wählen sollen, statt hoch und runter. Wir werden jetzt hier eben die Situation hier in dieser Situation hier eingreifen und dieses Problem lösen. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Kartoffeln wir schon eingelagert haben. Also wir beliefern ja die Brennerei, die Kartoffelfabrik und einen Hofsilo, das ich gebaut habe. Extra. Komm, Johnny, fahr ein bisschen, fahr ein bisschen, fahr ein bisschen, genau. So, dann sind wir hier wieder auf Kurs. Die beiden kommen da hinten aneinander vorbei. Jetzt stehen sich die beiden Abfahrer da gegenüber. So, nun denn. Jetzt kommt der Abfahrer da zum Tragen. Oh nee. Löst sich das Problem? Das rübergedrängt. Kein Dingen. So. Unglaublich. Was ist mit dem? Er fährt jetzt los. Okay. Dann können wir jetzt gucken gehen eben. Die Brennerei. Wupp, wupp. Schauen wir. Wird rechts nicht angezeigt, aber hier links auf der Tafel. 185.000 Liter Kartoffeln. Gehen wir bei der Kartoffelfabrik gucken. So. Na, 170.000. Und eingelagert haben wir, Moment, 184.000. Also das ist schon relativ gleichmäßig. Das ist so in Ordnung. Ja, abtanken während der Fahrt. Einmal hat es funktioniert, ansonsten leider nicht so. Das wird sicherlich seine Gründe haben. Gründe, die ich nicht kenne, warum es nicht funktioniert. Aber Klaus, trotzdem danke für den Tipp. Ich werde es nochmal versuchen. Bei einer anderen Gelegenheit, bei den Dreschern. Und das werde ich hier so ein bisschen laufen lassen noch. Auch ein bisschen vorarbeiten. Es ist gleich 19 Uhr in-game. Das heißt, die arbeiten hier bis in die Nacht hinein quasi. Ja. Schauen wir. Ihr Lieben, wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und vielleicht kriege ich auch noch einen Hinweis, warum das hier nicht geklappt hat. Mit während der Fahrt abtanken. Kann ja sein, dass ich eine Einstellung vergessen habe. Ich bin ja, was Autodrive angeht, auch nur ein simpler User und kein Profi. Auf jeden Fall, passt gut auf euch auf. Bleibt mir gewogen. Und was natürlich das ganz Wichtige ist,
bleibt gesund und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.